Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste. Ich habe seit Anfang August Wahlkampf gemacht und konnte mir gar nicht vorstellen, dass der mal aufhört. Ich möchte mich zunächst bedanken und ich fange mal bei den Genossinnen und Genossen an aus dem Parteivorstand, die regelmäßig die Z-Veranstaltung gemacht haben. Sie haben das toll organisiert. Es stimmte immer alles und es kennt sie kaum einer. Das ist so ungerecht im Leben und die, die vorne quatschen, die kennen immer alle. Und deshalb möchte ich denen erstmal ganz herzlich danken. Und natürlich allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch. Und natürlich auch den vielen Mitgliedern und Sympathisantinnen und Sympathisanten, die Wahlkampf gemacht haben. Und allen Kandidatinnen und Kandidaten, die Hervorragendes geleistet haben. Und ich glaube, in Hessen kann man schon sagen, oder fast schon sagen, wir sind drin. Und da muss man auch die Genossin Wissler schwer würdigen, die viel dafür getan hat. Und jetzt komme ich zum Bund. Ihr wisst ja, ich hatte gesagt, eine zweistellige Zahl. Das haben wir nicht erreicht. Aber wir brauchten noch ein Ziel, damit wir mit Leidenschaft kämpfen. Und es gibt jetzt, hört zu, und es gibt was Neues. Es gibt eine neue Hochrechnung des ZDF. Und danach liegen wir vor der CSU und vor den Grünen. Und AfD ist raus und FDP ist raus. Ich meine, wer hätte das 1990 gedacht, dass diese Partei die drittstärkste politische Kraft der Bundesrepublik Deutschland wird. Das haben wir geschafft. Und das finde ich einfach toll. Und ich sage euch, es wird Veränderungen geben, wenn die FDP tatsächlich raus ist. Dann ist das eine gravierende Veränderung, denn sie war seit 1949 in jedem Bundestag. Das verändert die Bundesrepublik Deutschland. Das Zweite ist, wenn es denn tatsächlich zu einer großen Koalition kommen sollte, weiß die SPD, dass sie wieder nochmal an Zustimmung verlieren wird. Die sind in einer schwierigen Situation, die ich ihnen auch gönne. Weil sie sich mit ihrer Ausschließeritis auch selbst geschadet haben. Und deshalb sage ich euch, die wird es ab morgen nicht mehr geben. Obwohl die jetzt noch mal den Weg gehen, aber es wird sie nicht mehr gehen. Das heißt, wir müssen uns auch auf schwerere Zeiten einstellen. Aber wir sind ja in die Politik gegangen, nicht damit wir es leicht haben. Und ich verspreche euch, wir werden eine tatkräftige Opposition in diesem Fall, in diesem Bundestag werden. Und wenn wir die stärkste Oppositionsparteissind, dann kommt uns ja eine besondere Rolle zu, muss ich auch den Vertreterinnen und Vertretern der Medien sagen. Ich meine, die stärkste Oppositionspartei muss man regelmäßig befragen und zur Kenntnis nehmen. Also, aber wir haben auch von Anfang an gesagt, und ich will das noch mal erklären, für Gespräche stehen wir zur Verfügung. Gespräche können übrigens auch damit enden, dass man sich nicht einigen kann. Das ist was anderes. Aber schon Gespräche auszuschließen, natürlich sowas von albern und grotesk. Also ich glaube, wir haben einen beachtlichen Akzeptanzschub erreicht. Auch das ist wichtig. Ich habe heute auf dem Flughafen erlebt, dass ein Polizist laut rief und sagte, Herr Gysi, ich habe Sie schon gewählt. Das fand ich, das hätte er sich vor 4 Jahren gar nicht getraut. Wenn, dann hätte er mir das ganz heimlich ins Ohr gesagt. Aber jetzt ruft er das laut. Das ist doch was. Ich möchte, dass wir jetzt feiern, dass es uns jetzt gut geht. Wir haben hart gearbeitet. Ich danke euch allen. Und jetzt muss ich zu Deppendorf. Ja.